Jo, hallo liebe Freunde, hier bei Let's Play Rainbow Six Siege mit mir, dem Partial-LP. Es geht weiter mit noobigen Skills von mir, vom Ösi. Schauen wir mal, wie es läuft in diesem Part. Wir sind im Flugzeug, wir spielen als Sledge und hoffen, dass wir irgendwas reißen. Ja, also das muss heute schon laufen. Die Flugzeugmap habe ich insgesamt sowieso lieber. Das Blöde ist, ich kann mit den anderen nicht kommunizieren, weil ich ein großes Problem habe. Es ist wegen euch, damit die anderen mich nicht hören, während ich hinten Scheiß brabbel, muss ich da alles muten und deaktivieren und was weiß ich. Und das stört mich natürlich ein bisschen. Aber ihr könnt euch dann besonders darauf freuen, wenn dann die Beta draußen ist, wenn dann das Spiel draußen ist im Herbst, wenn ich im Teamspeak mit ein paar Leuten herumkammel. So, wo haben sie die Geisel? Hier mal nicht. Ah, sie stört's mit einer EMP, oder? Hab's mir fast gedacht. Jetzt wäre wieder Empfang ganz cool. Kann ich bitte ein bisschen Empfang haben? Also das Handynetz ist hier ja richtig schlecht. Sie sind eh direkt da oben, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. So, wir sneaken uns da nach vorne. Sind wir fünf? Ah ja, da gibt es ja immer fünf. Das vergesse ich, ja? Ah, fucking shit, diese Alpha kann man das Mikro nicht muten, glaube ich. Dann rede ich halt mit denen. Ich dachte es mir fast. Ja, da sind sie hinter bei drinnen. Ich habe auch direkt Granaten bereit. Toll. Gott sei Dank habe ich weggeschaut. Ja, da sind sie direkt. Tja, sieht nicht gut aus. Mehr als Blutstillen kann man ja nicht machen. Ich muss auch sagen, ich habe eine Granate unvorteilhaft gegen den Kopf des eigenen Mannes geworfen. Tja, ja. Ja, das lief nicht so, wie ich es mir gedacht habe.
Nimm ein Castle. Okay, nehmen wir Meeting Room. Was? Na gut, dann verbarrikadieren wir uns da mal. Protect the hostage at all costs. Ich finde halt, das ist echt so ein offensichtliches Versteck. Okay, er will da durchrennen. Sollen wir da? Dann alles dicht. Eigentlich sollten wir nicht so eng zusammenstehen da. Hostage was not located. Okay, gut. Hey, hab ihn. Oh. Jetzt soll er kommen. Brauch Unterstützung direkt bei der Stiege. Da ist noch einer. Jetzt kommen sie hoch, sie denken, dass sie uns da erwischt haben, voll. Nee. No one can see that door. Er hat einfach mal einen Tacker am Ball und Holz aufgeschüttet. Sehr geil, sehr geiles Spiel. Ich glaube, sie versuchen es nicht mehr über die Stiegen. Ich wusste es. Nee, doch nicht. Sie kommen wieder über die Stiegen. Jetzt haben sie sich selber geblendet, glaube ich. Sonst würden sie wahrscheinlich hochkommen. So, Hammer. Der nächste kommt. Das ist ja wie die Gummibärenbande hier. Schön versteckt im Baum. Ja, jetzt Zeit läuft ihnen raus. Das haben wir schon. Bams. Dann haben wir mal eine Runde gewonnen. 1-1 steht es. Konnte ich wenigstens den Teambeschuss da ein bisschen gut machen. Wie bitte? Irgendwas auswählen kann. Ja, kann ich. Also alle Klassen.
Ja. Bei mir funktioniert gar nichts. Ich spiele auf Vollbild oder? Ich spiele auf Vollbild, ja. Du kannst gern meine Skills auf PazianLP auf YouTube betrachten. Bist du dann auch oben auf dem Kanal. Ah, das Haus ist halt leichter zum Angreifen. Das ist keine engen Gänge. Mission parameters are as follows. 5 hostiles are holding 1 hostage. Secure the hostage and reach the extraction point. Ja, die nehmen doch denselben. Die sind auch da drinnen. Ja. Selber Plan wie wir. Ich lass mal eine drinnen. Im Hauptraum, da sehen wir mal, wie sie da drinnen sind, wenn einer sterben sollte. Ja, sie hauen sich in den Hauptraum alle zusammen rein. Boah, kletter doch die Leiter rauf. Ah, feine Sache. Flashbang out. Throwing flashbang. Ah, es sind direkt über uns. Kann man nicht hochklettern oder wie? Das ist aber enttäuschend. Okay, in diesem Part mache ich einfach überhaupt nichts. Okay, großartiger Part. Ja, aber gefällt mir, weil es einfach so kurzweilig ist. Einfach für ab und zu mal schön Ründchen. Noch besser wird es halt, wenn man dann alle im Teamspeak sitzt und das gemütlich zockt. Aber die was sagst? Teams sind da zuverlässig. Ja, ich glaube schon, dass man dann, sobald das Spiel draußen ist, dass man da dann alles auswählen kann, dass man sich da gegenseitig in Gruppen reintun kann. Heißt du bei YouTube? Wie ich bei YouTube heiße? Ja. PazianLP. Also PazianLP. Da ging's nicht. Jetzt habe ich vergessen zum Voten. Wo sind wir denn mit der Geisel? Ja, bei mir ist auch der schöne lange Ladebildschirm. Das dauert öfters länger.
Ja, liebe Freunde, genießt diesen wunderschönen Bildschirm, solange ihr noch könnt. Dann seht ihr wieder eine tolle Leistung von mir, indem ich irgendwo rumrenne. Bin ja überhaupt nicht der Ego-Shooter-Mensch. Das Einzige, was ich kann, ist Titanfall und ich finde, das ist halt ein richtig leichtes Spiel. Boah, das gibt es doch nicht. Ubisoft-Server. Täuscht uns nicht. Mache ich hier kurz einen Cut. Wir sehen uns dann im Spiel, Leute. Nach 10 Minuten Ladezeit ging es tatsächlich. Ich glaub's nicht. Ah, da kann man sich auch gut verbarrikadieren. Ah, komm. Ah, sie haben schon gefunden. Ich würde uns hier doppelt verbarrikadieren eigentlich gerne. Genau so. Ah, die versuchen es auch direkt von da oben, glaube ich. Von da oben wollen sie sich runterspringen, glaube ich. Ich bin hier nicht. Wer steckt denn? Okay, das rechts. Ist einer von uns? Dann auf Kennzeichen Ding. Was sagst du? Noch einen gesehen. Du hast ihn gesehen? Wer bist denn du eigentlich vom Usernamen hier? Typolus oder? Zockbeat? Ah, hier. Okay. Ich seh dich gar nicht. Okay, ich sehe schon. Okay. Tot. Ja, es war in der Kamera. Der ist vorne durch. Schießt man auch ein bisschen. Genau, da kommt er durch. Durch die normale Barrikade, ja. Ah, mit der Shotgun. Komm, Mann. Ja, die flashen uns dazu. Ach, der hat den durch die Wand erschossen. Ja, geil. Okay. Nee, einer ist, glaube ich, über uns. Nee, das ist ein eigener. Wo will der andere? Wo ist denn der letzte? Der versucht's gar nicht. Ja, passt. Ja, ich war in der Kamera und dann ist einer um die Ecke gekommen. Ja, der wusste schon, wo du bist. So, jetzt kommt auch die letzte Runde für diesen Part. Wen nehmen wir da? Wen hatten wir eigentlich noch nicht? Ich glaube diesen Super-Mega-Soldat. Hatten wir noch nicht. Ah, dieser Super-Mega-Soldat ist eine Frau. Interessant.
Was hast du ausgewählt? Kann nichts aus. Ach, okay. Es flimmert nur. Also wenn ich tap, dann kommt mal Scoreboard. Wenn ich Check mache, dann habe ich den Laden. Ich glaube, für diese Infos ist Ubisoft auch ganz dankbar, wenn wir die, wenn man die weitergibt. Mission parameters are as follows. 5 hostiles are holding 1 hostage. Secure the hostage and reach the extraction point. Okay, da ist hier oben im Cockpit mal nicht. Okay, im Businessraum auch nicht. Oder doch? Nee. Würden sie schon herumhampeln. Ich glaube, sie sind ganz unten im Frachtraum auch. Okay, du hast ihn. Ah ja. Hä? Achso, ich dachte, ich bin tot. So. Okay. Sie wollen sich auch mal ein bisschen aufteilen. Das ist ganz okay. Das war der Grundgedanke, den wir geteilt haben. Ich weiß, dass sie hier sind. Ah! Sie sind direkt hinter der Leiter. Ah, sie haben mich. Ja, da muss man alles genau anschauen. Ah, Grafikkarte. Cool. Ja, Leute, hier ist es mal bei meinem noobigen Part wie immer vorbei. Ich sage wie immer, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Partizian LP. Tschüss, Leute.